So. Also ich muss jetzt zum Beispiel, also das, so, ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu Awkward. Wir spielen ein Spiel, worum es darum geht. Sven und ich kennen es ja fast im Jahr. Und wir müssen jetzt versuchen, den anderen zu ergründen. Gucken, wie gut wir jeweils den anderen kennen. Das ist jetzt Runde 1. Erste Frage. Sven muss jetzt herausfinden, was ich wohl nehmen würde. Ich bin jetzt schon überfordert, weil ich die Frage nicht verstehe. Also hier, Yannick, nimm will deine Antwort. Würdest du essen nach dem Verfallsdatum? Essen. Also würdest du Verfallsdatum abgelaufen, würdest du es trotzdem essen? Und du musst dann sagen, ist Yannick einer, der isst das noch, oder ist Yannick eher so einer, der isst das nicht mehr? Muss gerade sehr. Das ist eine böse Frage, weil ich glaube tatsächlich, du würdest. Also ich glaube, du würdest es machen, wenn es halt wirklich so Produkte sind, wo man es machen kann. Und wenn es noch nicht so lange drüber ist. Weil wenn das zum Beispiel Joghurt ist, der einen Monat abgelaufen ist, dann würdest du den auch beiseite legen. Aber wenn er zum Beispiel 2 Tage abgelaufen ist, also ich glaube, dann würdest du den noch essen. Mhm. Also so schätze ich dich ein. Okay, also overall würdest du sagen... Halt gucken, wie der Joghurt aussieht. Also overall würdest du sagen ja? Ja. Okay, ja. Ja, so. Ja. Hängen wir mit dem Keyboard, okay. Okay, siehst du, ich hatte jetzt, also meine Antwort konnte man jetzt zum Beispiel nicht sehen, aber so können wir es auf jeden Fall dann machen. Na gut, Sven hat ja auch ja gesagt, deswegen passt. Hast du denn schon mal Frage 1 bestanden? Ja. Immerhin. So, tendenziell? Na gut. Ja. Hier sehen wir auch nochmal eine Statistik, das kann man zum Beispiel auch spielen, man kann ja auch alleine das Spiel spielen, da kannst du einfach gucken, was haben overall die meisten gesagt. Und dann musst du versuchen, dazu machen. Aber die meisten sagen auch ja. Finde ich auch gut so. So, jetzt ist Sven dran. Das heißt, ich muss jetzt versuchen, Sven zu ergründen. Oh. So. Das Ganze mysteriös und komplex. Yeah. Ich sehe die Frage noch nicht. Das ist so eine Kackfrage. Von Fortune Brother, ja. Oh Mann, ey. Teebags sind doch Teebeutel, oder? Ja, willst du ja Kaffeebohnen essen oder Teebeutel? Freundschaftstest, ey, es ist best. Oh Mann. Boah, Sven kann sich ja schon mal nur folgen. Weißt du, bei mir war noch vernünftig. Wenn ich jetzt da verkacke, muss ich mir was anhören. Und das ist eine beknackte Frage. Ich meine, das passt zu Sven, ja? Sven ist ein bisschen crazy drauf. Den sehe ich da. Ne? Oh. Also ich hätte meine Antwort. Wüsstest du das selber bei dir schon? Ich wüsste es bei mir auch schon, ja. Okay. Also meine Schätzung ist, du bist eher so der Teetrinker. Und Teebeutel kann man tendenziell auch Gewürze benutzen. So für Essen. Ja. Deswegen ist meine logische Reaktion darauf, du würdest Teebeutel eher essen als Kaffeebohnen. Also so der Inhalt. Also nee, logischerweise isst du nicht dieses komische Plastikzeug drumherum. Aber der Inhalt. Das war nicht so mein Gedanke. An sich hätte ich auch gesagt, vielleicht so ein Teebeutel, ja. Ja. Vor allem sind nur 5 Stück. Also ja. Nicht eine ganze Schüssel voll. Aber gehört zu dem Beutel nicht auch dieses Papierding oder also dieser Beutel wirklich an sich, weißt du? Ja, aber es geht ja um den Inhalt, nicht um die Beutel. wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Beutel sind, würde ich jetzt auch sagen, okay, dann ist es lieber was man essen kann. Ja, deswegen. Sven ist. Aber ich glaub, dann... Sven, ist du eher mein Toploader oder ist du eher mein. Wie sagt man? Mein Pokémon-Karte von Glurak. Also ich gehe schon von den Lebensmittelinhalten davon aus. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob man die essen kann, diese Teesorten, also... Würde ich sagen, weil man das kann man ja auch als Gewürz benutzen. Also tendenziell ist das ja einfach ein bisschen Gewürz. Ich diskutiere jetzt mit dir, ich würde sagen X. Wenn du jetzt... Du musst ja einfach nur sagen, du musst für dich jetzt nur sagen, Teebeutel oder Kaffeebohnen. Ich hatte jetzt gedacht, dass ich diesen Beutel, der da drum ist, halt auch mit essen müsste. Wenn ich den mitessen hätte müssen, dann wäre ich auf die Kaffeebohnen gegangen, tatsächlich. Aber wenn man es jetzt wirklich nur so mit den Kräutern sieht, dann würde ich sagen Teebeutel. Weil es viel, viel weniger ist, also das ist schon da überstanden.
Okay. Also gebe ich dir mal einen Punkt bei den Teebeuteln. Ah, okay. Sehr gut. Weil wird das Sinn machen, wenn man die Beutel nicht mitessen muss. Sehr gut. Wir sind direkt ein Achievement bekommen, weil wir das so jetzt klären. Sehr gut. Was haben denn die meisten genommen? Das ist fast 50-50, mehr sind bei den Kaffeebohnen. 54 zu 46. Na, ist okay. Hast du schon mal Kaffeebohnen so gegessen? Also wenn überhaupt Kaffeesatz, und das finde ich schon scheiße. Aber so Kaffeebohnen direkt noch nicht. Habe ich einmal probiert, nicht so geil. Jetzt ist Sven am Sack. Ich sehe die Frage noch nicht, ich muss sie mal an. Na guck, das war noch nicht. Michi, ne? Jetzt sofort wieder da. Du kannst euch schon mal überlegen. Kenntnis-App. Wer ist denn die zweite? Erik, komm zurück! Wer ist die zweite? Wer ist Kenntnis? Wer ist der Kenntnis-Everdy? So. Hä? Reh. Kenntnis-Everdy ist ein Reh? Nee, ich bin wieder da. Was will ich damit sagen? Das ist so. Ein Reh. Ja, das ist Bambis Mutter. Weißt du? Die 10 Sekunden später okay. Abgeschossen wird. Willst du lieber die Hauptfigur von dem einen sein oder das Reh, das 10 Sekunden abgeschossen wird? Ja! Okay, wer ist Katniss? Also, dann haben wir gesagt, Tribute von Panem. Jennifer Lawrence. Okay. Ich glaube, du willst definitiv Elsa sein. Definitiv. Mit welcher Begründung? Willst du einen Schneemann bauen? Da sehe ich dich einfach. Okay, du sagst Elsa. Ja, definitiv. Okay. Auflösung. Sven hat schon mal einen verkackt, immerhin. Also ich wäre lieber Elsa. Naja, ich bin lieber Jennifer Lawrence, wie es heißt. Will ich gar nicht aus dem Haus rauskommen, will ich die ganze Zeit selber begrabbeln. Das hat nicht gerechnet. Nee. Aber auf fast 50-50. 47% haben sich gedacht. Janik hat recht. Ja. Weißt du, die anderen 43%, die denken sich einfach so, willst du einen Stehmann bauen? Weißt du? Ja, aber... Elsa ist Cartoon. Ne? Was? Die singt trotzdem. Ich will keine deutschen Helene Fischer Songs singen. Ich wohl. So, Svenchel ist jetzt Ren. War das ein Back to Front? Ich würde sagen falsch rum, ne? How would you wear that dress for the day? Wearing a top hat? Was ist top hat? Ein Zylinder. Also würdest du eher deine Klamotten falsch rumtragen oder würdest du eher einen Zylinder tragen? Ist halt. Die Klammern an Bord. Finde ich schwierig. Ich tendenziell sich nicht für beide. Das ist halt das Schwierige. dass du einmal sagst, boah, ein Zylinder. Wenn ich den Zylinder gebe, glaube ich, dass du den aufsetzen würdest. Wenn ich den. Also wenn ich jetzt sage, hey, setz ihn mal auf, dann denkst du, boah, ja, voll witzig. Aber tendenziell würde ich eher sagen, das Erste, weil es an sich einfach ist. Weißt du, du fühlst nicht die Veränderung. Weißt du, ich sehe dich nicht so bei Hüten. Also ich sehe dich eher bei eins. Ist meine Antwort. Okay, gut. Also ich... Darf ich schon sagen, wo ich mich sehe, oder? Ja, ich habe meine Antwort ja schon gesagt. Okay, ich sehe mich ja bei Zylindern. Echt? Ja. Ah, okay. Was denn? Falsch rum, ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wenn ich Klamotten falsch rum habe. Das kann ich überhaupt nicht haben. Nee? Nee, das weiß nicht. Okay. Das kann ich überhaupt nicht haben. Ich habe dich noch nie einen Hut tragen sehen. Die komischen Cappies, die du... Ich keinen Hut haben. Ich sehe nicht. Aber das ist wirklich so, wenn du mit Zylinder reichen würdest. Ja. Ich würde dir den aufsetzen. Ja, das glaube ich auch. Das habe ich immer richtig gesagt. Aber
Würde ich auch machen. Ganz ehrlich. Wenn du ein bisschen Zylinder gibst, wäre witzig. Dann spiel ich mit dem Headset. Aber an sich würde ich den Zylinder aufsetzen. Ja. Ne? Monokel würde ich auch anziehen. Weißt du, da wäre ich ein Monopoly-Mann. Ne? So wie am Wochenende mussten wir auch hier so einen Zaun aufbauen. Ja, habe ich dir erzählt. Ja. Und da musste ich ja halt beim Abreißen noch Kuhfuß benutzen. Mhm. Und der war halt so lang. Da könnte ich den so als Gehstock benutzen. Da habe ich auch gesagt, Alter, jetzt einen Gehstock haben, wäre mega. Wie viele einfach hier einen Hut nehmen? Hans, immer diese Zylinderfans, ey. Okay. Okay, die Zylinderträger sind die Minderheiten. 50% sind wir aktuell. Na, mal hin. Ja. Was passiert jetzt? Na, jetzt geht's weiter. Okay. Runde 2. Wir kennen uns 50-50 aktuell. Der anderen einschätzen ist schwierig. Auf jeden Fall. Okay, jetzt darf ich wieder. Round 2. Jetzt kommt wenigstens mal keine Quatschfrage, ja? Also jetzt wird's wilder. So, siehst du schon, Sam? Die Frage sehe ich. Do you think some people in your friends group overshare on social media? Was ist overshare nochmal? Übertreiben oder? Würde ich so übersetzen, ja. Also ich kann meine Antwort ja eh schon eingeben. Du kannst ja derzeit schon mal, reden. Ja. Was hat meine Antwort jetzt schon eingegeben? Weil, wer sieht das ja nicht. Deswegen, meinst du, ist eingeloggt? Leg los. Also ich würde sagen, dass, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja hier mit der Frage, dass man das halt so versteht, ob du denkst, dass einer von deinen Freunden übertreibt auf Social Media. Ja, ob ich in meiner Freundes, so von die Leute, die ich als meine Freunde bezeichne, ob die zu tief im Social Media drin sind oder, ne, so. Ja, glaube ich nicht. Da glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Also du willst X sagen? Ich würde X sagen. Sehr gut. War ich falsch? Lara. Ich finde das schon. Ich hier, ganz ehrlich, dieses Snapchat-Scheiß und TikTok-Scheiß-Ding halt drin. Wenn man da drin steckt, dann ist man ja schon viel zu viel drin. Ganz ehrlich, ich wurde mal angeschnauzt. Oh, hier ist Snapchat. Oh, nach 50 Tagen habe ich mal nichts gemacht. Dann waren die Flammen weg. Und dann muss ich mir was anhören. Ja? Das ist übertrieben. Flammen aufhören. Ja. Wild. Ja, der Rubrik hört es auf von mir. Oha. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber die meisten stimmen mir zu, 63% haben auch solche Freunde. Ja. Ja. Jetzt bin ich ja am Start, für dich zu verkacken. Dann ja, mal los. Das auf wild. Boah. Was ist das zweite? Unsicher, also so, ne? Also Unsicherheit. Oh. Ja, okay, ich habe meine Antwort. Ja. Was ist das? Also deine Antwort eh hast. Ich kann nicht mehr offen reden. Tendenziell würde ich eher sagen, niemand will als. Ich glaube eher, man will. Ich gehe jetzt mit der Allgemeinheit. Man will. Unsicher weiß ich nicht, ob man als unsicher gesehen werden will. Unsicher finde ich potenziell schlechter als arrogant. Deswegen, ne? Ja. Und wenn man so ein paar Videos gesehen hat, ja, du bist einfach ein arrogantes Schwein, bin ich ganz ehrlich. Halt's ab! Ich bin mega unsicher. Ja, aber, ne? Boah.
Also ich hätte jetzt das Erste gesagt. Arrogant, ja. Muss ich dir aber auch zustimmen. Also ich glaube, als arrogant angesehen zu werden, ist, glaube ich, besser als unsicher angesehen zu werden. Mhm. Ich glaube, dann kommst du auch ein bisschen weiter. Ja, deswegen. Weil unsicher, das bringt ja gar keinen Pluspunkt. Unsicher ist einfach hier, oh, guck mal. Dann wirst du ja direkt so in die falsche Schublade schon mal gepackt, weißt du? Arrogant damit kann man ja besser umgehen, sag ich mal. Das ist ja... Auf jeden Fall. Männlicher, was weiß ich. Ja, wenn ich jemanden als Unsicherheit abstempel, dann ist das einfach scheiße. Aber als Arrogant kann ich mitleben. Also ich bin so ein bisschen noch mit mir gegangen. Ja. Aber das ist 50-50. Also 51% lang ist arrogant. Also wirklich 50-50. Ja, also unsicher kann ich mir. Ist halt ein bisschen schwierig, finde ich. Unsicher finde ich einfach nur scheiße. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Bewerbungsgespräch hast. Ja. Wenn du ja, arrogant genau. rüberkommst, ist zwar auch ein bisschen scheiße, aber dann sehen die wenigstens, der Junge hat Selbstbewusstsein. Mhm, genau. Als wenn du jetzt einen hast, der unsicher ist. Genau, und ich finde, in einem Bewerbungsgespräch arrogant kannst du immer noch besser mitleben, dann merkst du halt wenigstens selbst so ein bisschen selbstsicher. Und arrogant kann ja einfach, ne, so erster Blick im Bewerbungsgespräch zum Beispiel. So erst, auf dem ersten Blick arrogant muss ja zum Beispiel nichts heißen. Das heißt so, ja, da kommt ein bisschen arrogant vor, aber hey, der ist, ne, der ist wenigstens keine Memme oder so, weißt du? Genau. Ja. Ich kann Sven besser als er. Genau, das mag ich auch. Oha. Das war easy. Also nächste Frage ist jetzt, ist vielleicht auch einfacher. Findest du, es sollte illegal sein für Lehrer, mit Schülern, mit ihren Schülern, mit ihren Studenten, whatever, via Social Media zu interagieren? Also sollte jetzt zum Beispiel Herr Müller, Kevin, 5. Klasse, per Social Media anschreiben können oder so? Oder sollte das als illegal gelten? Das ist eine blöde Frage eigentlich. Nein, ich finde ich ja auch eine blöde Frage. Aber hey, ist aber eine Kenntnis, ja? Das war der Banger. Würdest du eher Teebeutel essen oder Kaffeebohnen? Das war eine seriöse Frage noch. Aber jetzt kommen wir in einen komischen Kreis. Ja. Also wenn ich jetzt nach mir gehen würde, würde ich sagen, sollte nicht verboten werden. Also klar, kommt halt drauf an, was für ein Content und sowas alles, ne? Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, so wie jetzt wir Berufsschule zum Beispiel, und dann unser Lehrer uns jetzt irgendwie schreibt, hier, keine Ahnung, könnt ihr mal in der Klassengruppe oder irgendwie so schreiben, hier, dass jetzt irgendwie morgen Tag ausfällt oder irgendwie was. Mhm. Weißt du? Du hast ja nicht voll in Ordnung, aber wenn er jetzt irgendwie schreibt, hey, hast Bock irgendwie vorbeizukommen auf ein Bier oder so. Kevin, 5. Klasse. Kommst du vorbei auf ein Bier? Das fände ich geil. Ja? Ich weiß nicht, kommt halt immer drauf an, was das für Themen sind. Aber wirklich verboten werden, glaube ich, sollte es nicht. Und ich glaube, das siehst du auch so. Also sagst du nein? Ich glaube nein. Du sagst nein. Okay, dann hast du ja das gleiche gewählt, was ich genommen habe. Weil verboten, okay. Das kann ja alles sein. Also zum Beispiel, sagen wir jetzt, einem geht's nicht so gut und das ist so die Vertrauensperson oder sowas für ihn, so, weil er den Lehrer mag oder so. Oder genau. Whatever. Weißt du, das ist ein Date, oder keine Ahnung, der eine hat Geburtstag und schreibt Happy Birthday. Ja, jetzt kommst du Knast. Ja, das ist einfach dämlich. Ja, also illegal, also. Ich kann verstehen, wenn der Lehrer sagt, wir machen das nicht, aber so also komplett verboten gelten? Nee. Also dieses ganze Ding, ja? Also das ist ja. Mhm. Ja. So wie wir hatten zum Beispiel 10. Klasse, wo wir Abschluss hatten. Ja, okay, 71% stimmen uns zu, ja. Haben wir zum Beispiel auch Bilder hochgeladen, wo wir dann mit unseren Lehrern dann hier Abschlusszelten oder so bei waren. Und der war dann auch kurz da, hat uns allen Döner ausgegeben oder eine Pizza. Und ja, hat dann heute auch ein bisschen mit uns getrunken. Ja, also Knast. Ist, ja. Geht gar nicht. Was? Do you believe that?
Lots of money. Na, also die Übersetzung für die, glaubst du, Frauen haben lieber einen Partner, der sehr viel Geld hat? Und dann halt ja oder nein. Boah, und jetzt muss ich halt einschätzen, was Sven da wohl sagt. Puh. Du bist bei dir schon fest? Also ich kann schon reden? Ich bin fest, ja. Ich bin fest. Okay. Also ich glaube. Das ist aber auch schwer. Das kommt ja auch wieder drauf an, wie man es versteht. Also ob man es allgemein sieht oder ob man jetzt mit der Tendenz so geht, jemanden, keine Ahnung, so. Ja, die mit dem will ich mit denen, die bei Ja sind, mit dem gebe ich mich eh nicht ab. Weißt du, die will ich eh nicht haben. Also so. Ja. Ist schwierig, also ob du jetzt. Ich weiß halt nicht, wie du jetzt gegangen bist für dich. Ach, schwierig. Ja, dann. Ich glaube im Allgemeinen ja, aber boah, ich glaube so tendenziell würde ich sonst sagen nein. Also ich sag jetzt erstmal no, also nein. Okay. Ja. Ich glaub, soll ich auch wissen? Ja, also ich glaube nicht, dass du mit allgemein gegangen bist. Nee, ich bin tatsächlich mit eigener Erfahrung gegangen. Ja. Und deswegen auch ja. Scheiße! Weil diese Situation hatte ich nämlich auch schon mal, da habe ich wirklich einen Korb bekommen. Weil ich nicht so viel Geld hatte als halt ein anderer. Ah, lol. Genau. Ja, ich bin halt mit einer anderen Sache da rangegangen. Ey. Scheiße. Ja, wenn ich mit allgemein gegangen, allgemein glaube ich halt auch, dass, also allgemein ist halt, es gibt halt mehr Leute, die. Ich glaube, also meine allgemeine Einschätzung von Menschen auf der Welt ist, der mehr als die Hälfte ist Abschaum. Ja. Und deswegen wäre das für mich halt auch ja, weil die natürlich also zum Beispiel auch nach Geld, Macht oder whatever gehen, irgendwas. Also auch beide Seiten. Ne? Also wesentlich nur die Frauen runterziehen, aber ich denke meistens. Mehr als, also viele Menschen handeln halt egoistisch. Also ich bin aber jetzt tatsächlich nicht mit allgemein davon ausgegangen. Ja, kacke. Ja, klar. Scheiße. Ist aber auch eine fiese Frage. Ja, das war für mich jetzt 50-50. Gehe ich jetzt mit allgemein? Ich hasse jetzt mit einem anderen Ansatz daran. Scheiße. Aber bist du ja auch? Hat trotzdem nicht. Mann. Aber 58% sagen ja. Ja. Du, ich kann mir es aber auch so vorstellen, dass die meisten Frauen halt irgendwann eine Familie gründen wollen mit Kindern und so. Und dann wollen die natürlich einen Mann haben, der viel Geld hat, damit auch die Sicherheit halt da ist, weißt ja. du? Also ganz so schlecht kann man es halt nicht nehmen, aber naja. Ah, wieder 50-50. Ja. Okay, finale Runde. Wo willst du? Ah, 50-50, aber wir ziehen 50-50 durch, immerhin. Das ist jetzt aber das ist interessant, wie ich finde. Alter, das ist eine 50-50 Situation. Klasse. Ich meine, ich kann ja schon eintippen. Ne? Ja. Ja. Wie verstehst du erstmal die Frage? Ja, also wie du aufgewachsen bist, also. Ja, mit stärker. Also, wie siehst du stärker? Genau, also wer halt den. Wer halt das Sagen wer hat. Wer halt die Hosen anhat. Ja, genau, wer okay. die Hosen anhat. Ja, okay. Bei deinen Eltern. Ja, okay. Wenn ich. Nee, wer kann besser Holz haben? Nee. Also ich würde da tatsächlich sagen, dass deine Mutter da die Hosen an hat. Das, was ich so gesehen habe, ist eigentlich immer so, dass der Vater eigentlich immer so ein bisschen ruhig war. Mhm. Sehr, sehr nett, aber halt immer ein bisschen ruhiger, immer so im Hintergrund. Und deine Mutter eigentlich immer auch sehr, sehr nett, aber halt... Aber sonst Asche. Nee. Aber halt sonst immer so ein bisschen den ersten Schritt immer gemacht hat. Also ein bisschen
Also ich glaube, sie dominiert ein bisschen. Okay. Svenny kann einen Eindruck beschätzen. Okay. Dann will ich halt auch sagen. Ich glaube, wenn deine Mutter sagt, hier, ich will einen neuen Gartenzaun haben oder irgendwie so, ich glaube, dann muss dein Vater auch springen. Ja, also mein Vater, der zieht ja die Länge, aber ja. Okay. Auch wieder interessant, 52% sagen Vater. Also bei 52, also fast 50 wieder 50-50. Aber der Vater hat noch ein bisschen mehr Hosen an, anscheinend. Laut Einschätzung. Finde ich aber auch interessant. Normalerweise hätte ich jetzt so gesagt, so 70-30 für Mutti. Ja. Hätte ich auch gedacht. Oh, ich muss ja wieder den Sven einschätzen. Oh nee. Was ist, Sven kriegt logische Fragen und ich krieg das? Bitte was? If you could choose one, what would you say? 1 oder 10, okay. Ja, gut, ich hab mein Antwort. Krieg ich diese Scheißfragen? Okay, also Frage ist ja erstmal, wenn du, du kannst nur eins auswählen, was würdest du eher bei dir ändern? Ja, ich muss jetzt so Sven eins beschätzen, was er eher bei sich ändern lassen würde. Ich würde jetzt stumpf sagen, es sind die Zähne, einfach damit er nie zu sowas muss wie Zahnarzt oder so. Wenn er jetzt sagen kann, perfekte Zähne, kein Zahnarzt, kein Bohren, kein Problem, dahin der junge Smokey. Ja? Mhm. Was, keine Ahnung, wer achtet auf die Beine? Ich weiß es nicht. Ich finde jetzt direkt keinen Einfluss darauf. Ich habe noch nie Sven hören sehen. Boah, meine Beine sind aber gerade nicht so schön sexy, wie ich sie gerne hätte. Ja? Keine Ahnung, willst du Beine haben wie so ein Jaguar, dass du jetzt flitzen kannst mit 200 km/h? Ich weiß es nicht. Na, wenn es so ist, dann habe ich ja verkackt. Ich sage jetzt Zähne aus dem Grund, dass du nicht zum Zahnarzt musst. Das ist meine Begründung. Absolut korrekt. Jo! Also ich finde, Beine, ich habe eh immer eine Jogginghose an, also eine lange Hose, in der Regel. Das heißt, meine Beine sieht man eh nicht. Und Zähne, da gibt es ein paar Sachen, die mich halt ein bisschen stören. Und wenn man die halt wegmachen könnte, dann hätte ich halt ein schöneres Lachen. Na, weißt okay. Und halt dann seid ihr zum Zahnarzt, noch besser. Aber so Beine, die laufen, die tragen mich. Was will man mehr? Die funktionieren ja noch. 58% zu 42, also es ist doch. Es ist halt irgendwie nie einseitig. Aber ich kann mir vorstellen, dass Frauen mehr so die Beine nehmen würden. Ja, Beine zu fett oder Kamm zu behaart, was weiß ich. Nicht lang genug. Ja? Länge. Ja? Ich glaube ich auch. Wie bei meinen Beinen bin ich eigentlich recht zufrieden. Ich habe Beinhaare drauf. Passt alles. Mhm. Immer noch bei 67, Sven. Ja? 3 aus 5. Oh. Kann man noch machen. Auf jeden Fall. Ja, ist okay. Ja, schönes Bild dazu. War doch okay. Auf jeden Fall, kann man machen. Hm. Aber was für Fragen da teilweise bei dir. Ja, so. Richtig merkwürdig. Mhm. Will mal ein bisschen gucken. Ja. Also ich sage mal einfach mal der Taubmini. Also ja, also logischerweise spielen wir immer wieder hier zwei Spieler. Ja, man kann hier zum Beispiel sagen Koop. Das machen wir ja gleich. Und dann kann man zum Beispiel sagen, so Matchup, man kann Solo machen. Live geht halt zum Beispiel auch. Dann kann man das zum Beispiel mit den Zuschauern machen oder so. Zuschauer einschätzen, so Community, sowas wäre ja zum Beispiel noch cool. Man kann auch Teamplay machen, das ist dann 4 bis 6. Also hat viele coole Modis. Wie ich finde. Ja. Ich bin schade, dass sie den zweiten Teil davon gemacht haben, weil. Also das ist jetzt von 2018? Seitdem ist dann, haben die nichts mehr gemacht? Aha,
das ist ja. Wie ich gedacht habe. So. Interesse bleibt weiterhin bei Frauen und wir sind weiterhin Freunde. Richtig, ne? Genau. Okay. Richtig, ja. Sehr gut. Dann machen wir jetzt die nächste Runde. Okay. So, Runde 1. Ich hoffe, du kriegst mal die schlimmeren Fragen. Würde mich freuen. Elsa oder irgendwie eine andere Gegend? Also, das ist schon eine schlimme Frage. Svenjamin hier. Wer zum Kuckuck sind die Spice Girls? Kennst du die Spice Girls nicht, Sven? Nee. Die Spice Girls. Ich muss die mal angucken, warte. Die Spice Girls war eine Girl Group. Mit Frau von David Beckham, weißt du. Die hat ja vorhin mal gesungen. Und das waren die Spice Girls. Und ich? Ja. Ja? Ja, Sven! Ich habe schon so oft erzählt, wenn mein Lieblings-Spice Girl ist, ja? Mal gucken, ob du dazu gehört hast. Gut, ich glaube. Mag ich lieber Porsche oder mag ich Ginger? Ich glaube, du gehst mit Ginger. Ich gehe mit Ginger? Ja. Okay. Ich glaub, fandest du sympathischer. Okay, ich muss erstmal gerade googeln, wer ist. Ne? Da du so eingeschossen warst, Porsche und Victoria Beckham, das war die einzige, die ich davon kannte, das war die mein Lieblings. Sie natürlich mein Favorit. Sven kennt mich halt nicht, Leute. Ne? Sind wir halt doch keine Freunde. Ich hab nie über die Spice Girls. Sind wir halt doch keine Freunde, schade. Kennst, weißt du nicht, dass ich die Spice Girls hier favorisiere. Mann. Alter. Ach, ich dachte, wir kennen uns seit 7 Jahren. Ja, du, ganz ehrlich. Was sind überhaupt die Spice Girls? Oh. Aber die meisten gehen mit Ginger. What would you have to do at your next meeting at work? Übersetzen? Okay. Übersetzung für die Fans. Was würdest du eher tun beim nächsten Meeting bei der Arbeit? Direkt hier eingreifen, beim ersten Mal, wenn der Chef sagt, das ist eine Lüge, weißt du so? Entweder direkt beim Meeting direkt den Chef widersprechen oder würdest du beim Meeting eher laut einfach gähnen und mich auf den Bauch trommeln, weißt du so? So ein bisschen. Also wärst du eher so der einfach, der das absetzt oder bist du einer, der direkt richtig mitmacht und hier direkt widerspricht und so? Tja, also ich weiß es. Weißt du es? Ich finde das Niveau auf einmal. Was ist dein Lieblings-Spice Girl? Und dann das. Das war ein kompletter Unterschied. Also ich sag jetzt mal, in der Regel bist du einer, der beim Meeting, also nächstes Meeting ist ja auch schwierig, das heißt, beim übernächsten könntest du es ja auch schon wieder anders sagen, aber ich glaube, so beim aktuell würdest du beim nächsten Meeting einfach sagen, komm, Hauptsache überstehen, weißt du, ich gucke auf, also ein bisschen gehen, und einfach ein bisschen dahin dümpeln, fertig, bis es zu Ende ist und weiter geht's. Hauptsache vorbei. Ich glaube, da ist gar keinen Bock drauf. Jetzt noch mit dem Chef zu diskutieren. Richtig. Ja! Das hatte ich auch in der Schule, wenn eine Lehrerin dir das erklärt hat und ich einfach keinen Bock mehr hatte, habe ich auch richtig laut gegähnt oder irgendwie mal. Weil ich das einfach konnte, weißt du, da hatte ich einfach keinen Bock. Laut gähnen finde ich halt schwierig. Aber sonst. So, ich weiß es nicht. Ja, knappe Führung für Genen. Da bin ich trotzdem. Also, gib mir genau. Gib mir aber genauso. Gib mir genauso. Ich hab da auch echt keinen Bock, wenn ich jetzt so ein Meeting machen müsste mit der Firma. Oh Gott. Was?
Aber ich würde mich sogar krank melden. Dass ich da bloß nicht hin muss. Okay. War das gemeint? Ich verstehe die Frage. Ob du deine erst rollen kannst. Quasi irgendwie so Döner Rollo. Weißt du, dieses rrr. Du das rollen kannst. Was ist das denn? Ah, Sven! Kann ich meine erst rollen, Junge? Jetzt mal sprich mal Klartext. Also ich glaube, du kannst das, aber ich finde es so dumm, dass du es nicht machst. Aber du kannst es. Also würdest du sagen, also, ja. Eher rollen ist ja nicht schwer. Ja. Was ist denn das? Was ist denn das, ey? Ist das Becken? Alter. Ja, ich rede einfach gar nicht drüber. Ich mache einfach weiter. Immer hast du meine Geschichten, welche R-Rolle immer, immer hast du die dazu gehört. Mann. Genau. Das war eine krasse Geschichte. Mhm. Aber es war... Ich hasse mein Leben. Sven kriegt gratis Fragen und ich muss jetzt wieder überlegen, ey. Oh, Mann. So oder so bin ich am Sack. Boah, das ist schwierig. Kannst du dann eher rollen? Magst du die Spice? Was ist dein Lieblings-Spice, Girl? Und ich krieg, was machst du beim nächsten Job-Meeting und was willst du für einen Job lieber haben? Was ist das für ein Unterschied? Beschwerde. Ja, sag, wenn du hast. Wenn ich selber entschieden. Ich hab's doch nicht. Also, Filmdirektor ist doch der Typ, der auch mal hier Cut rufen darf, oder? Ja, der Regisseur halt. Genau. Du bist halt der auf dem Stuhl sitzt. Also Astronaut ist klar, der Typ in dem Weltall darum dümpelt. Alter, das ist beides geil. Ja, und der andere ist halt der Regisseur, der jetzt, der dreht einen Film, der sagt, wie es gemacht wird. Alter, wenn ich Leute abfragen will, dann auf jeden Fall Regisseur. Wissen wir jetzt die Frage? Erzähl mal, denk weiter laut, ja? Ja. Ne? Ah, oh, das ist schwierig. Also ich habe meine Antwort für dich habe ich schon fest. Dafür kannst du ruhig drüber nachdenken, was deine Antwort für dich ist. Das ist okay. Okay, also du hast meine... Ja, also ich halte meine Maus drüber... Ja, okay, du musst halt so lange weggucken. Aber ich habe meine Maus quasi drüber, was ich meine. Okay, dann lock du doch schon mal eben ein und ich kann dann gleich raushauen. Warum? Okay, ich hab jetzt eingeloggt, was du für dich genommen hast. Und du musst jetzt schätzen, was ich schätze, was du schätzt. Okay, spielen wir es andersrum. Ist okay. Machen wir so. Oh, lost. Okay, ich habe. Ja, ich hab schon eingeloggt. Okay. Aber okay, ich hab gerade Filmdirektor eingeloggt, weißt du, weiß ich nicht, ob du Bock hättest, ins Weltall geschossen zu werden. So direkt so beim Mond so. Weiß nicht, ob du da Bock drauf hättest. Und beim Filmdirektor denke ich mir so, einfach so ein bisschen Regisseur spielen. So, du da, Praktikant, hol mir einen Kaffee, los. Und hier ein bisschen, ja nee, da muss mehr Zunge. Jetzt bummst du mal Erde. Was weiß ich, drehst ein paar Liebesfilme, wo es um Drama geht, keine Ahnung. Oder keine Ahnung, Actionfilme, nee, hau dir noch, wenn du kannst. Hau dir nochmal aufs Maul, aber jetzt noch richtig mit Schmackes. Da sehe ich dich. Ich sehe dich eher beim Filmregister, deswegen habe ich dann gerade eben eingeloggt. So, mal gucken, wie falsch ich liege. Absolut korrekt. Jawohl! Du bist korrekt. Astronaut wäre auch geil, allein schon wegen dem Geld. Aber ich finde, es ist zu langweilig, weil wenn es wenigstens Aliens geben würde oder irgendwie sowas, dann wäre wenigstens interessant. Sven braucht schon eine Schrufflinte, wo er auf den Mond auf Alien schießen kann. Weißt du, wenn du jetzt so einfach so auf den Mond gehst, ist zwar cool, also für den Moment geil, wegen der Schwerkraft und so ein bisschen rauf rumlaufen, aber dann ist doch nichts. Dann passiert doch gar nichts. Eine Stunde ist so langweilig. Dann gehe ich lieber auf eine Simulation. Verstehe ich. Genau. Da kannst du besser irgendwie so Leute irgendwie rumkommandieren, irgendwie so wie du halt meintest, mehr Zunge, mehr Schmackes, hol mir Kaffee. 75. Oder stopp, will ich so nicht. Wir haben es. Ich habe viel über Puls. Aber wir haben es verbessert. 75% aktuell.
Oh. Da wäre natürlich 100, hätte ich gewusst, dass Porsche mein Lieblings-Spice Girl ist, aber naja. Hab ich nur 5-6 Mal erwähnt. So eine dumme Frage. Das ist interessant. Das ist. Endlich kriegst du eine vernünftige Frage für mich. Okay. Weißt du, also ich verstehe die Frage jetzt so. Ja? Was denkst du? Würdest du jemanden daten, der verheiratet ist, aber in der Scheidung steht? Oder ja, aber quasi getrennt sind, genau. Weißt du, man muss ja erstmal getrennt voneinander leben und so. Und dann, ob ich in der Phase sagen würde, okay, die ist zwar noch verheiratet, aber die scheint sich ja zu trennen. Ne, sage ich jetzt, na, ich warte lieber ab. Also, da geht's ja immer noch. Oder sage ich, ja, rein da. Nein, na jo. Okay, ich weiß. Ich habe eingeloggt. Was meinst du denn? Was tue ich? Was bin ich für einer? Also ich glaube, du sagst also rein da, weil... weil die sind ja dann ja nicht mehr, also die sind ja doch im Trennungsjahr quasi, also bevor die da geschieden sind. Ja, aber die sind ja noch nicht... Was denn? Also bevor man sich erscheinen lässt, muss er ja so und so lange getrennt sein, also quasi ja. Achso. Man darf sich nicht den Haushalt teilen, also man darf den Haushalt ja nicht teilen. Ich dachte gerade, ich hätte den Sprachchat weggemacht und musste deswegen lachen, weil ich dachte, jetzt redest du weiter und hörst mich nicht mehr. Ich höre dich nicht mehr. Okay, da, wir sind noch da, okay. Sehr gut. Okay. Also da die ja eh nicht mehr den Haushalt teilen dürfen, und die ja eh getrennt sind, nur halt noch nicht formal. Ja, aber es kann ja trotzdem sein, dass sie sagt, ne? Na, doch nicht scheiden. Also das hat dann einfach Chance gesagt. Also die Chance ist eigentlich sehr gering, dass das passiert. Weil wenn du eigentlich in diesem Trennungsjahr bist, dann hast du ja eigentlich schon die Scheidung beantragt, so gesehen. Ja. Also mehr oder weniger. Weil du sagst, wenn du dich schon scheiden lassen willst, dann muss es ja auch einen Grund geben, warum man sich überhaupt von der Person trennen will. Also denke ich mal, dass du sagen würdest, ja, komm, die ist zwar noch verheiratet, aber die lässt sich eh scheiden, versuch einen Kammerz. Also so schätze ich dich ein. Ich glaube, da machst du dir nicht viel drum. Okay. Ich glaube, da wirst du jetzt nicht sagen, ja, komm, die ist noch verheiratet, aber ist schon getrennt. Dann, die fasse ich jetzt nicht an. Weißt du? Hallo, Shining. Da gehe ich jetzt nicht bei. Okay. Ich glaube, da geht's nicht bei. Okay. Also deswegen, wieso hast du falsch? Tja, Sven. Ja, ist recht. Also, ja. Würde ich machen. Ach, gut. Nee, wir spielen nicht über Remote Play, Shining, wir machen das so, weil Remote Play, alles drum und dran klappt nicht so. Remote Play? Ja. Aber finde ich gut. Finde ich aber krass, die meisten sagen eher so ein Nein. Finde ich auch krass. Ja. Aber so tendenziell hätte ich jetzt gesagt, ja gut. Na, ich weiß, wie gut ich bin. danach liegt die ja richtige Zeug scheinen zu lassen. Und damit sind wir wieder beim Arrogant. Statt unsicher. Aber finde ich gut, wie mir einschätzt. Hätte ich mal eine vernünftige Frage. Was denn die Spice Girl und jetzt eigentlich mal hier? Aber was schwieriger gewesen wäre, wenn er jetzt gefragt worden wäre, ob du einen daten würdest, die schon ein Kind hat. Also da hätte ich wirklich überlegen müssen. Na, okay. Ob du schon die Verantwortung haben möchtest. Ja, man muss ja jetzt Stand jetzt ausgehen. Das hätte ich jetzt stimmt. Das stimmt. Genau. Das klappt auch so ganz gut. Deswegen machen wir das gar nicht. Mühe. Ja. Wir sind froh, dass es überhaupt funktioniert. Boah. Das ist eine krasse Frage. Boah. Alter! Für mich könnte ich dann easy entscheiden. Also, logischerweise weiß ich, was ich präferieren würde von den beiden Antworten. Also, um die Frage mal vorzulesen: Du hast einen Sohn. Also, Sven hat jetzt einen Sohn jetzt. Und der findet es geil, Prinzessin-Klamotten zu tragen. Und ich muss jetzt herausfinden: Sagt Sven jetzt eher, ist okay für mich? Oder sagst du, er zählt dann aus? Oder sagst du, geht gar nicht?
Wie alt wäre der denn? Und ja, also wenn du jetzt, sag ich mal, ein Kind hast, also keine Ahnung, was wollen wir bestimmt, wollen wir sagen jung oder mittel? Also für mich klang die Frage jetzt nach einem kleinen Sohn. Deswegen, weil das muss man natürlich dann wie anders betrachten. Weißt du? Also ich hätte jetzt gesagt maximal Grundschule, wenn überhaupt. Ja, gut. Also womit wärst du, auch mitgegangen oder? Womit genau, da wäre ich auch mal gegangen. So Kindergarten, Grundschule, so. Kindergarten, Grundschule, Uff. Hast du deine Antwort schon? Ist okay. Ja. Ist okay, ja, danke für die Antwort, Sven. Ist okay, danke. Ich dachte, du hast schnell eingeloggt. Nee, du musst ja sagen, ne? Sven, nimm deine Antwort. Ich dachte, du hast schon eingeloggt. Ich kann ja nicht für dich einloggen, was... Ne? Aber jetzt, also ich hätte jetzt auch gesagt, also kann ich natürlich jetzt easy behaupten, aber ich hätte es auch gesagt, findest du okay. Ich schätze dich halt ein als sehr tolerant und wenn der Sohn mal sagt, er ist halt so oder keine Ahnung, sagen wir, der Sohn hat eine andere Orientierung, ich gehe halt schon einen Step weiter. Ich schätze dich halt als sehr tolerant ein und dass du einfach sagst, ja gut, Hauptsache es ist glücklich oder so. Oder keine Ahnung, dann zieht er das halt mal an, whatever. Keine Ahnung, selbst wenn er älter geworden ist, der wird einen Grund dafür haben, vielleicht hat er eine Wette verloren. Scheißegal. Also, deswegen hätte ich jetzt... Ganz ehrlich, ne? Ich bin stolz auf dich, dass du mich so gut einschätzen kannst. Also, richtig erklärt? Richtig erklärt. Hm? Ich bin tolerant, was das angeht. Das ist ja gut. Und du? Naja, ich bin absolut intolerant. Wenn er kein Soldatenoutfit hat mit Maschinengewehr in der Hand, kann er mal im Haus laufen, 10 Runden drehen. Ist nicht so... Ist mir scheißegal. Wenn der zufrieden ist, bin ich auch zufrieden. Das ist mir so... Das ist mir so da. Ich glaube, ich werde erstmal dumm gucken, wenn er sagt, ich bin eine Märchenprinzessin. Ich glaube, da muss ich mehr lachen. Als wenn ich denke so. Ah, ja. Ich glaube, ich will nur noch fragen, was hast du für eine Wette verloren? Was hat Mami getan? Wenn ich einmal nicht da. Nee, aber auf jeden Fall hier volle Akzeptanz dann. Na, immerhin, hier 29% sind intolerant. Das ist eine gute Frage, so an sich. Kannst du herausfinden, so weißt du, wie viele Menschen sind intolerant gegenüber ihren Kindern? Oder allgemein? Finde ich gut. Genau. Boah! Wie das angestiegen ist! Das finde ich, ja? Also ich habe meine Antwort. Ist das eine kranke Frage? Also ich bin ehrlich, ich habe meine Antwort. Ich bin mir auch sicher. Ja? Ich glaube, wir gehen mit X. Du glaubst, ich sag das. Ich bin da gegenüber nicht so tolerant gegenüber Plazenta-essenden Müttern. Du bist ein sehr toleranter Mensch, ja. Aber ich glaube, da hört die Toleranz auf. Okay. Ich glaube, da wärst du ein bisschen angewidert. Ja, hast mich richtig eingeschätzt. Das liegt halt tatsächlich daran, wenn ich mich damit auseinandersetzen würde und herausfinden würde, warum man dann so, das habe ich jetzt das erste Mal in meinem Leben gelesen. Ja? Ja. Wenn ich mich dann mal in Sende setzen würde, keine Ahnung, würde ich vielleicht das andere sagen. Aber da ich das gerade zum allerersten Mal gelesen habe, muss ich erstmal sagen, weird. Weil ich keine Ahnung habe, was es damit auf sich hat. Das habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Du? Nee. Weiß nicht. Immer den Sohn zu supporten, Shiny. So ist richtig. Genau. So ist gut. Außer wenn die Plazenta essen. Okay, ich habe mal ein Wort für dich. Oha. Wieder so eine komische Frage? Ja, das an sich ist das ganz easy. Have you ever dated someone who managed you at work? Also quasi ein gedatet, der hier über mir stand.
Ja, also genau. Quasi Vorgesetzter. Okay. Ja, genau. Bevor wir schon offen reden. Also ich glaube nicht, dass du den Vorgesetzten bisher gedatet hast. Punkt. Also wir haben schon mal Pizza gegessen. Ne? Ja, ich glaube, dass du deinen männlichen Chef noch nicht bisher gedatet hast. Wenn du okay für mich bist, wenn du mir jetzt mitteilen möchtest, jetzt so nebenbei. Nee. Ne? Aber ich glaube, das hätte ich schon mitgekriegt. Das hätte ich mitgekriegt. Das ist eine geschenkte Frage. Also das ist eine Frage, das ist mal ein Free Point, würde ich sagen. Also ich habe jetzt, nein, würde ich jetzt Hennessy sagen. Ja, ist absolut richtig. Okay. Das ist fies, dass du geschenkte Fragen kriegst. Hey, du hast auch mit den Spice Girls eine schöne Frage bekommen, ja? Wenn du die nicht weißt, dann kann ich ja nicht so viel. Wenn du nicht weißt, dass Victoria Beckham mein Lieblings Spice Girl auf der ganzen weiten Welt ist. Mann, nee. Ja, die meisten haben auch noch Nein. Viele haben Nein. Ich glaube, ist auch schwierig. Stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Warte, dieselbe Frage. Was, wenn ein Freund euch so dieselbe Botschaft mitteilen möchte? Wenn Sven jetzt ein Prinzessin-Kleid trägt, oder wie meinst du jetzt Shining? Also ist das jetzt wegen der letzten Frage noch, oder ist es jetzt... Oder meinst du jetzt wegen... Sven datet seinen männlichen Chef. Was meinst du jetzt von den beiden? Weil wir haben jetzt ja schon... Ich glaube, das mit dem hier Prinzessin-Kleid. Ist mir beides, also beides geht's ja, also beide, dass beides in die gleiche Richtung geht, ist mir das so egal. Wenn Sven Prinzessin ein Outfit tragen würde, würde ich sagen, hey, Sven, mach was meins. Ist mir egal. Ich mach noch ein Foto, weil das will ich gern sehen. Für die Ewigkeit. Ja. Nur für mich, ich würde es nicht posten, weil das ist ja Sven, also das ist ja Svens Recht. Ja. Aber, das ich stelle mir das nicht voll lustig vor, wenn ich da so ein Prinzessin-Kleid vor dir rumspringen würde. Mit dem Zauberstab auch noch so. Aber ich finde nice. Von 8 Fragen insgesamt, nur eine falsche. Das fanden die Spice Girls besser. Bisher sind wir gottesgleiche Freunde, Sven. Finale Runde. Boah, hättest du mal Spice Girls gewusst, Sven. Dann wäre geil gewesen. Mann. Ja, du. Ich wusste nicht mal, was Spice Girls sind. Ich dachte erst an die Powerpuff Girls, aber die heißen ja Powerpuff Girls, weißt du? Okay. Okay, final round, ja. Mhm. If you ever accept credit for someone else's work. Das ist schwierig. Okay, also Frage ist ja, hast du schon mal die, jemand hat jetzt was geleistet, hat was gemacht und du hast dafür den Lob eingeheimst und hast gesagt, jo, ist okay für mich. Ja. Hm? Ich weiß nicht, also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre zum Beispiel in der Schule bei einer Gruppenarbeit. Da gab es ja meistens so eine Gruppeneinteilung, einer macht eigentlich gefühlt alles. Mhm, genau. In der Gruppenarbeit habe ich das auch noch nie erlebt, dass eine ganze Gruppe das schön gut aufteilt. Einer macht mehr als die andere. Genau. Oder kommt an mit, ja, hey, ich habe schon die ersten 5 Seiten. Jetzt braucht ihr nur noch die letzten 2. Was weiß ich. Genau. Ne? Oder dann gibt es halt immer einen, der macht halt gar nichts in der Gruppe. Ja, genau. Der ist halt einfach da und schreibt einfach den Namen auf. Mhm. Und ich glaube halt, dass das halt mal höchstens so vorgekommen sein könnte bei dir in der Gruppenarbeit, dass du halt einer was da halt weniger gemacht hat und dann halt irgendwie der Lehrer gesagt hat, ist halt eine super Leistung gewesen oder irgendwie so, weißt du, dann kriegst du halt so gesehen auch die Lorbeeren, obwohl da eine, der mehr gemacht hat, eigentlich ja mehr. Aber in der Gruppenarbeit kannst du bei einer Gruppenarbeit zu einem sagen, hast du gut gemacht, Janik, zum Beispiel? Also lobst du nicht denn ist ja immer die Gruppe? Bei uns bei der Facharbeit 12. Klasse, was wir machen mussten. Da mussten wir auch hier sagen, also mit angeben, wer was gemacht hat. Ach so, ja, gut.
Ja. Und dann wurde dieser Teil nochmal extra bewertet. Ah, okay. Was die Person einzeln gemacht hat. Ja, gut, also, so verstehe ich da das. Ja. Genau, da hätte es funktioniert. Mhm. Aber so im großen Ganzen wäre halt Gruppe wieder schwierig. Das stimmt. Mhm. Also würde ich jetzt mal sagen, dass du das noch nicht bekommen hast. Also, dass du das, glaube ich, nicht gemacht hast. Es seien mal so Spaßsachen, aber keine Ahnung. Mhm. So wie jetzt, keine Ahnung, wenn wir CS spielen oder so, keine Ahnung, du bist eigentlich schon längst tot, ich kill einen, David sagt, geil gemacht, Yannick, oder so, weißt du? Mhm. Ja, so, das so ist, ich, ja gut, wenn es offensichtlich ist, ja. Ja. Mhm. Das ist echt eine schwierige Frage, also ich glaube, aber trotzdem nein. Ja, ich würde schon sagen, du hast ja eigentlich schon deine Tendenz von, direkt im ersten Satz von gesagt. Mhm. Vor allem akzeptieren. Ne? Also, dass man die kriegt, das kann ja passieren, ne? Aber akzeptieren habe ich das bisher noch nicht. Also, ich bin eher einer, der zum Beispiel sagt: Komm, was wenn? Den musst du loben. Ja. Also, wenn ich was nicht gemacht habe, dann sage ich das auch. Hm? Ja, oder du lässt dich halt, ich glaube, im CS ist das, glaube ich, schon mal passiert. Da hast du dich aber schlapp gelacht, weil David das eigentlich gecheckt hat, dass du schon tot warst. Ja, gut, das haben wir bei dir auch schon. Haben. Als ich den Ventkill genau. Letztes Mal gemacht habe und du so, geil, Janik, im Fightfight hat er Kill gemacht. Ja. Aber mir stand auch wirklich, dass ich dir zugucke. Ja, du hast mir auch zugeguckt. Ich habe auch auf den geschossen, aber Fightkill hat einfach mit seiner Arme den schneller gekillt, als ich, der direkt vor dem stand. Ah, okay. Ja, genau. Okay. Aber hier fast 50-50. Ich voll verwirrt, auf jeden Fall. Mhm. Das habe ich gemerkt. Boah! Ich hasse mein Leben. Ich mache dir voll die Kampfansage gegen Heidi. Ja, also ich habe meine Antwort. Ich brauche einen Übersetzer. Ja, also wer oder also wer gibt sich mehr Mühe für sein Appearance heißt Aussehen, ne? Also wer gibt sich mehr Mühe für sein Aussehen? Oha, das ist schwierig jetzt. Ja, ich hab meine Antwort. Na, für mich war es okay, ich auch. Also du hast ja dann eingeloggt, deswegen kann ich ja offen reden. Ich glaube, du sagst, ja. Du glaubst, dass du mehr dir Mühe gibst darum. Würde ich sagen. Ich habe zuerst gedacht, okay, du würdest bestimmt sagen, Yannick, weil du denkst meistens eher denkst zum Beispiel auch so, ja, der macht meistens sehr krasser, so selbstlos denkst du meistens im Zug. Aber so, wenn man so wirkt. Es ist schwierig, also ich gehe jetzt so von der Realität aus. Allein weil du ja hier deine drei Haare da am Bart hast. dass du da dir schon mehr Mühe gibst. Weil ich rasiere halt dem. Ne? Allein das macht den Unterschied für mich. Deswegen sage ich, du gibst tendenziell dafür mehr Mühe. Weil du einen Bart hast. Boah. Sag ich. Ich sag Z. Also das Linke sag ich. Ich sag, du gibst dir mehr. Ich sage, du denkst, dass du dir mehr Mühe gibst. Ich sage andersherum. Okay. Weil du denkst selbst. Okay. Nee, das also, kommt. Ja, also du denkst jetzt, also du sagst ja. Gründe. Also genau. Okay. Das kommt, weil ich mich momentan ein bisschen gehen lasse. So wie mein Bart ist auch ja mega lang, sieht ein bisschen ungepflegt aus. Mhm. Und auch sonst die Haare mache ich momentan nicht mehr so. Ich lasse mich sonst. Also ich bin wirklich offen, der ich zu. Ich lasse mich momentan irgendwie ein bisschen gehen. Ist nicht gut. Und okay. Du rasierst dich halt ziemlich oft. Und das halt, finde ich, gibst du halt mehr Mühe. Mhm. Weil du halt immer glatt sein willst im Gesicht. Naja. Als ich dann einfach mal sage: Ach komm, scheiß drauf, lass ich noch eine Woche so stehen. Ja, aber wie lange sitzt, wenn du jetzt deinen Bart, sag ich mal, pflegst, wie lange sitzt du daran? Welche Pflege? Sagen wir, du machst jetzt irgendwann mal. 5 Minuten? Ja, eben schnell einmal hier mit so einem Shampoo durch und dann einmal waschen, durchkämmen, fertig. Na, okay. Bartöl noch rein. Ja, okay. Aber finde ich hier krass. 50-50 sind wir. Also früher? War es auf jeden Fall ganz, ganz krass. Also da habe ich wirklich morgens auch eine halbe Stunde im Bad gebraucht. Mhm.
nur wegen Haare. Da hatte ich den Bart noch nicht mal. Wirklich nur wegen den Haaren. Hm. Ja gut, bei den Haaren. Heute ist das einfach. Ja. Heute ist das einfach. Ich morgens wache ich auf. Ach, scheiße. Gehe nur eben schnell duschen, weil ich das abends nicht gemacht habe. Und dann kämme ich einfach eben schnell die Haare durch und dann fertig ist. Na gut, wenn. Mit dem Kamm durch den Bart durch. Easy. Ja. Hm. Kacke. Mann, das ist ungefähr gleich, weil was ich halt mache, Cam fertig. Aktuell. Ja. Wenn es rasiert ist, mache ich nur Cam fertig, so quasi. Also, sonst 5K ein bisschen rasieren. Weil meistens ist das so, ich mache Trockenrasur. Weil normalerweise. Trockenrasur, ja? Ja, normalerweise würde ich das eher machen nach dem Duschen oder so, wenn es nass ist. Aber dann habe ich da keine Lust gerade drauf. Dann denke ich einfach, jetzt ziehe ich mich an und jetzt gehe ich wieder am PC oder so. Und dann macht er einfach mehr trocken, so irgendwann dann halt nebenbei. Das dauert ein paar Minuten länger, weil das immer so zwiebelt. Also da brauche ich auch 5 Minuten, weil das immer so zwiebelt und ich kurz Pause brauche. Ey, Alter, scheiße. Oh Mann. Ja. Also, deswegen gleich, aber Mann, ey. Und dann, wenn ich gewusst hätte, dass wir aktuell gleich sind, hätte ich natürlich auch gesagt, dass du mich nimmst, weil du eher dann so denkst, ja, dann nehme ich mal Yannick. Ah, Kacke. Ja, aber. Also wenn ich momentan nicht so eine Phase hätte, wo ich mich so ein bisschen gehen lasse, würde ich sogar eigentlich auch mehr mit dir gehen. Aber ich habe halt die Phase, dass ich momentan ein bisschen... Du wolltest einfach nur, dass ich genauso viel Fehler habe wie du. Nee, Mann, ey. Ja, waren gut dabei. War besser. Ja. Also 4 von 5, also quasi 8 von 10, 80%. Komplett in Ordnung. Mhm. Wir haben es gesteigert. Auf jeden Fall. Aber hast du noch eine Runde? Eine Runde können wir noch. Eine Runde ist noch drin. Dauert ja nur eine halbe Stunde so eine Runde. Jo. Du musst, sonst muss man das so, wenn zum Beispiel das Ladekabel kaputt ist, dann macht man das einfach so wie damals. Man kauft sich einfach eine Axt, ein bisschen Schaum und dann so zack, zack. Wie die Wikinger damals, ja? Oder man holt einfach das gute. Oder man holt einfach das gute Messer. Ja, ein gutes Schlachtermesser. Das reicht auch, das stimmt. Genau. So. Okay. Na gut, das ist. Ja, gut, je nachdem, ja. Mhm. Ja, ich hab mal eine Antwort. So. Also, do you think it's important to. Ja, findest du, es ist wichtig zu. Findest du, es ist wichtig, so viel es geht zu recyceln? Ja. Das ist die Frage. Sven muss es einschätzen, glaube ich, ist es wichtig? Oder glaubst du, ich finde es nicht wichtig? Ich glaube, es ist dir schon wichtig. Mhm. Ja. Also ich gehe mit ja. Okay. Tja, Sven, das weiß gut. Nee, war schon richtig. Wie? Das habe ich jetzt gewundert. Wie? Also ich hatte gar nicht viel. War eine free Frage. Natürlich ist das wichtig. Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie viele sagen nein. Ja, war also der Großteil. Also 70-30. Ja. Boah, gleiches Thema. Schwieriger gestellt. Okay. Soll ich dir übersetzen oder weißt du es so? Ich erzähl's ja eher. Ich muss jetzt herausfinden, wo Sven sich eher schuldig fühlt. War schuldig, in Anführungszeichen. Ist Sven eher so einer, Toilettenrolle ist leer, ich ersetze die nicht und gehe jetzt einfach, kann der nächste machen. Mir kommt jetzt auf den Port und hat kein Toilettenpapier, sein Problem. Oder ja. Ist Sven einer, der jetzt putting recycling in the trash, also packst du jetzt was man jetzt recyceln könnte, normalen Müll. Also quasi, keine Ahnung, jetzt eine. Was kann man denn recyceln? Eine Plastikflasche oder irgendwie, keine Ahnung. Ja. Jetzt einfach ein Müll oder wie. Wenn du jetzt Müll hast, was man recyceln könnte, ob du das eher im normalen Müll packst. Oder ob du das jetzt recyceln ist. Also wo du dich halt quasi schuldiger fühlst. Also selbst wenn du beides machst, wo denkst du denn so, boah, nee. Was? Ja, schon schlimmer bei mir. Okay, ich habe meine Antwort. Ja,
Ich würde, also, gut, da du ihn hast, ich sage. Boah. Das ist schwierig, das ist auch so 50-50-Ding. Das ist echt schwierig einzuschätzen. Nicht Toilettenrolle ersetzen, also nicht neue Toilette. Weißt du, ich mach dann auch nicht, aber ich bin auch mein Einziger, der mich besucht. Also, ich bin der Einzige, der auf meinem Platz sitzt. Ne? Deswegen, ich hätte das Problem nicht. Ich kann mir vorstellen, dass du nicht schuldig bist, sondern denkst, ha, ich hab gekommen, jetzt hab ich aber kommen müssen, ey. Oder ob es im gleichen Raum ist, das weiß ich ja nicht. Ne? Oder ob das egal ist. Und das andere, wenn, dann ist, macht man das so. So diese Schuldige, das ist schwierig daran. Aber ich sag eher, ich würde eher jetzt links sagen, auch wenn man das mehr so. Ja, ist halt so, weißt du, das vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Also ich sag, dass rechts nimmst du mehr wahr, aber eher im Bereich ja, na und? Und links sage ich, fühlst dich schuldiger, weil du nicht so viel recycelst. Obwohl es natürlich auch, ich glaube, du findest es natürlich auch wichtig, aber dass du es nicht so, dass du nicht so krass recycelst, findest du dich schuldiger, als wenn du mir jetzt eine leere Toilettenrolle hinterlassen würdest. Gut, absolut korrekt. Auch die Begründung, also ich will eigentlich mir auslachen dann. Okay. Wie ist denn das bei euch? Ist das so im gleichen Raum oder ist das so Abstellraum oder sowas? Oder wie ist das bei uns? Wir haben ja die Toilette. Ja. Ja, ich habe auch einen. Haben wir haben das. Und dann ist da links so, also daneben haben wir dann die Rolle, also wo die dann ranhängt. Mhm. Und dann haben wir daneben noch so ein paar Rollen aufs Reserve. Ja. Und wenn die auch auf sind, ja, dann haben wir noch andere Rollen im Abstellraum. Die müssen wir dann halt eben schnell hoch dann, oder halt zur Toilette. Na, okay. So ähnlich, ja. Und ich hatte mal das Problem, tatsächlich, da saß ich eine Stunde auf dem Pott, weil keiner da war und ich hatte kein Toilettenpapier mehr, weil keiner nachgefüllt hat. War belastend. Und dann, was machst du dann? Bleibst du auf der Toilette oder machst du, oder gehst du selber? Also bist du einer, der dann... Also gehst du... Ich bin tatsächlich selber gegangen. Ja, mach ich halt immer so. Wenn ich merke, ist bei mir auch leer. Gut, dann... Na gut, ja. Zusammenkneifen. Wird schon gut gehen, oder geht's schnell hin, schnell wieder hoch. Ja! Genau. Ich dachte mir nur so, oh, hoffentlich klingelt jetzt kein Nachbar. Ja, Moment, ich habe mich abgewöhnt. Genau. Oh, wow, oh. Lass mal das. Ah. Das andere ist doch dieses... Ja, okay. Ja, wusste ich. Ja, okay. Ja, Maus ist oben. Da. So, hab mich entschieden. Sven, was meinst du? Jenga ist doch dieses eine Spiel, mit wo man noch diese Holzdinger rausziehen muss. Genau, du musst versuchen, den Turm trotzdem stabil zu halten. Also wer den Turm umschmeißt, genau. Der hat verloren. Genau, und was ist Operation? Das ist Dr. Biver. Ah, okay. Also ich habe also das war jetzt meine Vermutung, habe ich aber gerade nochmal nachgeguckt. Ja, also finde ich geil, dass das in Deutschland Dr. Biver heißt. Und so Operation. Also ich sehe dich eigentlich schon bei so Doktorspielen, ne? Da sehe ich dich eigentlich schon. Aber Jenga könnte glaube ich auch Spaß machen. Ich glaube, du würdest sogar beide spielen. Ich glaube, bei Jenga hättest du keinen Bock, immer wieder alles aufzubauen. An der Zeit. Ich glaube, deswegen mehr so Dr. Biver. Also welches Spiel würde ich eher spielen? Sagst du, bin eher so der Dr. Bilber-Guy, oder? Genau, weil bei Jenga musst du ja immer wieder den Turm aufbauen, wenn er runtergefallen ist. Mhm. Also. Oh Gott! Oh, da hast du eben keinen Bock mehr drauf. Der Alte. Aber bei Dr. Bilber darf man auch keinen zittrigen Finger haben, oder? Nee, darfst du auch keinen zittrigen haben. Das stimmt. Dann ist er auch verloren, dann bleibst du da drin. Wahrscheinlich, wenn du jemanden. Ja, nein! Ich habe noch nie Dr. Biver gespielt. Ich habe, weißt du, welches Spiel spielst du eher? Jenga. Ich habe noch nie Biver gespielt. Warum hast du noch nie Dr. Biver gespielt? Gab's halt damals nicht in dem Gemeinschaftsraum bei uns. Deswegen, also was spielst du eher? Jenga. Ja? Fertig. Alter. Ja? Nee. Ist dein Hund, das Spiel wie Dr. Biver. Ja. Ist dein Hund denn noch lernen bereitwillig scheinen? Ich hoffe doch. Die hören irgendwann auf damit? Ja, irgendwann haben sie keinen Bock mehr.
Okay. Also die haben eine Phase. Also bei Hunden ist es so, was in den ersten Jahren ist das leichter als danach. Ah, okay. Was die bei älteren Menschen ein Handy beibringen. So. Aber nix. Was? Aber das macht den Spaß aus. Aber der ist Team Jenga, 70 zu 30. Biber kann nix. Ja, ganz ach, ehrlich. Ja, was ist schon schlimmer als vorhin. Ey. Ist auch eine fiese Frage. Ja, ich hab meine Antwort. Weißt du, ich hab meine Antwort für dich. Ich seh dich halt wirklich mehr so bei Doktor Spiel. Oha. Ja gut, aber nur wenn Spaß macht. Weißt du, Dr. Biver ist ja nicht so richtig Doktor Spiel, das ist ja nur kindlich Doktor, weißt du? Ja, aber der Doktor Spiel ist nicht an. Darum ging's ja nicht. Okay, okay. Fühlst du dich schuldig, wenn du einen Tag zu Hause bleibst, also quasi krank meldest? Ja, fühlst du dich schuldig, wenn du einen Tag fern von der Arbeit bist? Ja, was ist. Ja. Das ist eine geschenkte Frage. Also Sven ist halt einer, der fühlt sich halt immer schuldig, ja. Also Sven fühlt sich auch schuldig, wenn er mal später anfangen kann oder so, oder mal muss, oder weil er vor zum Arzt gehen muss oder noch was hinbringen muss. Also wenn Sven mal, also ich nehme natürlich eindeutig ja, ohne Sarkasmus dahinter. Was, wenn das einfach einer, wenn der mal nicht eine Stunde mit deinen kompletten, wenn denn, der hat ja richtig Stunden, fängt schon an zu weinen, weil er keine Überstunden machen darf. Das ist schon wild. Das ist schon wild. Alter, das ist echt eine fiese Frage. Brauchen wir mal erklären, was. Also, ich hab jetzt mal Nein genommen für dich, ne? Was? Ja, gut. Also ich glaube nicht, dass ich hier eingehe. Das ging. Wieso kriegst du immer die geschenkten Fragen? Das stimmt doch gar nicht. Vorhin war das andersrum, ja? 44% sagen ja, die fühlen sich schuldig. Lutscher. Als ob man sich schuldig fühlt. Ja, und wieder mal sind wir hier bei... fängt wieder genau gleich an. 75%, ich weiß alles, was wenn, aber er kennt mich ja nicht. Spice Girls, hier, Victoria Beckham, Jenga, ne? Das will er mich nicht kennen. Hätten wir gestern immer geredet. Ja, Shining, ne? Den Stich lassen, ne, das geht gar nicht. Das sind ja die beste Friendos sein. Keine Ahnung. Deswegen, ich verstehe auch nichts. Ja, Sven, jetzt, ja? Ich meine, wann guckt er ich nach? Ich meine, das ist. Übersetzen? Ja, ich hab eingeloggt, du machst das nicht. Ich brauche einen Übersetzer. Okay, du musst jetzt einschätzen, Sven. Wo ich lauter drin bin. Als ich die Frage gelesen habe, dachte ich schon, was kommt jetzt denn? Aber es ist harmlos. Okay, Schnarchen. Also glaubst du, ich bin eher so, ich bin lauter beim Schnarchen oder ich bin lauter beim Kauen? Also wo bin ich lauter? Schnarchen oder Kauen? Also wir haben ja schon hin und wieder mal was zusammen gegessen. Ja. Und da warst du eigentlich beim Kauen relativ leise. Mhm. Und im Stardew Valley Bett. Wir haben auch schon mal beieinander. Und wir haben ja auch schon mal beieinander übernachtet. Ja? Allerdings kann ich, ja, also bei Bernd. Oh, ja, okay. Bei der Feier, ja. Was hast du gemacht? Da weiß ich nicht, ob du geschnarcht hast, weil da war ich hier auch so voll. Da hab ich gar nichts mehr mitbekommen. Ja. Aber ich glaube, du würdest lauter schnarchen als kauen. Ja, aber es geht ja nicht um Würde. Was mache ich denn? Also, ich glaube, ich bin eher der Schnarcher. Ich glaube wohl. Okay. Sven, die choked halt rein, wie er noch kann. Das eine Schnarchen tue ich nicht und kauen. Ja, gut, ich kaue halt. Also, kauen ist natürlich lauter vom Dezibel her, weil es das ist, was ich tue von den beiden Sachen.
Ja, aber schnarchen, weißt du denn, ob du überhaupt schnarchst? Ich schnarch nicht. Es gibt ja auch Leute, die schnarchen und die kriegen Zähne. Ich weiß, dass ich nicht schnarche. Dann weiß ich. Ja, weiß ich ja nicht. Das kann ich ja nicht einschätzen, dass ich, wie soll ich, das kann ich jetzt ja nicht einschätzen. Würde ich ja sagen, wenn ich jetzt, wenn ich unsicher wäre, dann würde ich ja schnarchen, weil ich weiß, dass ich, weil ich dann trotzdem wissen würde, dass ich leise kau. Du, ich habe auch immer gesagt, ich schnarche nicht. Und wo meine Freundin mal geschlafen hat, hat die mich fast hochgeprügelt, weil ich geschnarcht habe. Ja, aber schnarch nicht. Du. Ich habe schnarchfreies Blut. Ja, ja. Auch nicht, wenn du erkältet bist. Eher das Schnarchen. Was? Auch nicht, wenn du erkältet bist. Ja, gut. Also das habe ich. Also ich schnarche, wenn ich erkältet bin. Ja, aber, Ausnahmefälle. Also Ausnahmefälle weiß ich nicht. Aber ich bin halt auch sehr selten krank. Ja. Also ich bin wirklich, ich bin halt 97% oder sagen wir 99% bin ich gesund. Ich bin halt auch sehr selten krank tatsächlich. Mhm. Deswegen, und kann ich diesen 1% kann ich nicht einschätzen, wenn ich erkältet bin und schlafe. Das kann ich nicht einschätzen, aber so in der im Normalfall würde ich sagen, ich hau halt lauter, weil ich dachte, das ist so das, was ich für die beiden tue. Okay, das ist eine fiese Frage. Aber an sich müsste Schnarchen ja lauter sein als Kauf. Ist aber schwierig gewesen, Frage. Apropos schwierige Frage. Hilfe. Ja, okay. Gut, dass du. Wüsste ich das bei mir? Übersetzen bitte. Okay, du musst jetzt bei dir einschätzen, hast du schon mal so getan, als hättest. Also, du hast. Sagen wir. Also, hast du schon mal vorgetäuscht, einen Film geguckt zu haben, den du nicht gesehen hast, nur um jemanden zu beeindrucken. Ne, also, zum Beispiel, du sagst jetzt, hey, ja, natürlich habe ich Star Wars 9 geguckt. Und dann, obwohl jeder weiß, gucken soll man nicht gucken. Darf man nicht. Verboten. Nur um jemanden zu beeindrucken. Ne? Also, darum. Also, ich sah, also, du bist fest bei dir? Du hast deine Antwort schon? Ich bin fest. Okay. Ja. Ich sag, das hast du nicht gemacht. Nein, also X. No. Du kennst mich zu gut. Du kennst mich einfach zu gut. Ja. Weil ich. Weil das ist so dumm eigentlich, wenn man das so machen würde. Ja, also vielleicht mal, also vor. Vielleicht dieses Beeindrucken dabei. So impressive, ja, natürlich. Hey, ja, klar. Erstens. Darum beeindrucken. Wie soll man eine Person. Ja, das ist tatsächlich. Beeindrucken, das geht nicht. Ja, also wenn überhaupt, hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, ja, einfach so, keine Ahnung, hast du den gesehen? Ja, ja, klar. Weißt du, weiter geht das Gespräch. Und nicht so, ne? Also, keine Ahnung, also ich finde nur Leute cool, die es Marvel Endgame geguckt haben und du so, ne? Dann findest du mich ja cool. Ne? Hi, ich bin Sven. Keine Ahnung! Aber selbst wenn es nicht so mit beeindrucken wäre, würde ich sowas nicht sagen, weil ich habe immer dann Angst, dass dann Fragen aus dem Film kommen, die könnte ich ja alle nicht beantworten. Dann weiß die Person, ich habe gelogen, weißt du, und ich hasse sowas dann. Also ich würde immer sagen, nö, habe ich noch nicht gesehen, möchte ich gerne sehen oder ist nicht so meins, keine Ahnung. Irgendwie so in die Richtung halt. Ja, ich weiß wohl, dass so bewusst war so, kam, hast du Folge X gesehen, also Folge bla 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 23 von Serie so und so. Und ich so, ja, klar. Das habe ich schon mal gemacht, aber sonst. So, da war ich dritte Klasse. Oh. Aber sonst... Da war dann die Filler-Folge von Naruto nicht geguckt. Ja, da habe ich nicht gesehen, wie Sasuke den Strauß versucht zu fangen. Ey, Mann! Ja. Ja. Ah, geil. Ja, aber das war Snack-Frage. Also eigentlich? Ich fand, das war eine Snack-Frage. Das sind immer Snack-Fragen. Das stimmt gar nicht! Ich krieg immer die Fiesen. Das stimmt gar nicht. Gefühlt wohl. Spice Girls war ja wohl safe. Überhaupt nicht. Das war sowas von 50-50. Du musstest ja sogar selber googeln, wer welche ist. Ja, ich hätte es ja kurz warten können. Ich hätte gesagt, wer ist.
Der eine ist der mit Victoria Beckham und der andere ist eine, die ich nicht kenne. Geil. Alter, was sind das denn jetzt für lange Fragen? Soll ich die übersetzen? Also... Ja, versuch mal. Versuch mal! So, ich musste nur kurz Kochiesli kurz übersetzen lassen. Also du musst jetzt versuchen, mich einzuschätzen. Ja. Ob ich schon mal bewusst, also ich will eine Beziehung beenden, ne? Mhm. Aber ob ich bewusst das jetzt gewartet habe, nach einem Geburtstag, einem Jahrestag oder sonst was, oder nach Weihnachten, habe ich das bewusst mal hinausgezögert. Okay, ich habe meine Antwort. Ich sage nee. Du meinst, ich habe das noch nicht gemacht. Nee. Also ich glaube, es schätzt sich dich auch nicht ein, dass du sowas machen würdest. Meinst du nicht, ich will noch Geschenke abschabbern oder so? Du, die muss man wahrscheinlich dann im schlimmsten Fall eh wieder zurückgeben. Im schlimmsten Fall. Also. Nee. Also. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du so fies bist. So fies. Ey, was halt nicht? Es sei denn, das Geschenk ist scheiße gewesen. Ne? Aber ich glaube, das ist, muss ja nicht unbedingt fies sein. Das kann ja zum Beispiel sein, zum Beispiel Weihnachten, ja, hey, Familienessen ist schon jetzt gemacht und du, ne? Die Leute wollen dich kennenlernen oder so. Das Szenario gibt's ja auch. Also natürlich, ja. Also hast recht, habe ich noch nicht gemacht, aber tendenziell gibt's ja die Möglichkeit, was ihr jetzt sagt, ja gut, jetzt sind extra die aus Hannover gekommen oder so. Jetzt kann ich ja schlecht sagen, ich komme. Weil, hey, Bände. So, ja, hab's dann durchstehen. Cool. Ich glaube, bei sowas würde ich vielleicht mal sagen, ja, irgendwie das noch überstehen oder so. Weil es auch irgendwie scheiße. Also, ich glaube, also, das Szenario hatte ich noch nicht, aber so, hinaus zu sowas hinauszögern tue ich nicht. Nee. Sehe ich auch nicht den Sinn. Hätte ich auch nicht vorstellen. Ja, ich sehe da nicht den Sinn drin. Hat auch gar keinen Sinn. Ich glaube, man irgendwie noch was warm halten will, quasi. Na, immer kriegst du die Gratis-Fragen. Alter. Ah, 65 sagen nur nein. Also 35% sagen noch? Natürlich. Klar. Ja, klar. Warum nicht? Boah. Das, ja. Ich hab Angst. Wieder eine geschenkte Frage, oder? Tendenziell ist das, ich glaube, das ist tendenziell eine geschenkte Frage. Also, Sven, also ich übersetze mal für die Fans, ja. Sven findet einen verletzten Vogel vor der Haustür, den Svens Katze noch nicht gefressen hat. Lässt Sven den jetzt zum Sterben zurück? Oder sagt Sven, ja, den peppeln wir jetzt auf, Familie? Mit der so. Also, meine Antwort ist eigentlich... Also ich hab meine. Also ich weiß, okay. Also ich glaube zu wissen, was du meinst. Okay, erzähl. Ich glaube, du willst ihm helfen, wenn du zum Beispiel sagst, ja gut, ich pack das nicht an oder so, selbst in dem Szenario würdest du sagen, keine Ahnung, Papa, Mama, hier guck mal, verletzter Vogel oder sonst irgendwas. Also ich glaube, wenn du merkst, okay, da ist noch der, kann man aufpäppeln, dann machst du das. Also ich glaube nicht, dass du jemals sterbst, so ein Vogel. Du bist ja tot, ne, Digga. Schau wieder Grab. Ich glaube, du holst eher deine Familie als deine Katze. Ja, ne, also. Schade. Nee, Spaß. Ich würde ja. Also es hatten wir schon ein paar Mal. Ja. Es ist zum Beispiel ein Vogel gegen die Tür geflogen oder irgendwie gegen das Fenster. Küchenfenster. Genau. Genickbruch. Und dann haben wir halt bei uns auch... immer. Oder wir hatten das halt auch schon mal... Wir haben es halt ganz oft, dass hier die Vögel auch bei uns dann brüten. Hm. Die haben dann haben das Nest dann an der Hauswand. Mhm. Irgendwie rangeklebt, keine Ahnung, wie die das machen. Aber es ist halt auch schon mal vorgekommen, dass das Nest dann abgefallen ist. Ja. Und dann waren da halt noch so Babyvögel oder halt Jungtiere. Mhm. Und die haben wir halt auch dann auf hier aufgepäppelt und dann irgendwann freigelassen. No.
Also sowas machen wir dann halt. Nur ist halt schwierig, die dann vor der Katze zu beschützen. Auf jeden Fall, die Katze denkt sich, oh, geil, Snack. Ja, deswegen, wenn die Katze nicht die erste ist, die sie findet. Aber hier, guck mal, 70 zu 30, 30% sagen einfach, ja, ist mega, das ist halt ein Poké, ne? Alter, wie herzlos. Ja? Das ist krass. Aber ich glaube, so hatten wir das Szenario noch nicht. Ich glaube, wir hatten, wäre, glaube ich, immer das Szenario, wenn bei uns einer reinfliegt, dann schafft es entweder, dann ist er, also bei uns ist das ganz oder gar nicht. Entweder ist er Genickbruch tot. Oder einfach weg. Oder ist er kurz betäubt und fliegt dann von selber wieder weg. Also wirklich noch nicht, dass er sich dadurch verletzt hat und dann nicht aufgepäppelt werden muss. Wir haben wirklich nur Reporter, ja, Navi war wohl doof eingestellt. Was hatten wir mal bei der Arbeit? Da haben wir auch so eine Glastür. Mhm. Es ist auch an einem Tag wirklich 3 Vögel gegengeflogen. Und alle 3 sofort tot. Mhm. Ist es bei euch? Ist auch krass. Bei uns ist es immer jedes Mal das gleiche Fenster. Ja, bei uns auch. Immer die Richtung Straße. Ja, absichtlich rein wollen. Küchenfenster Richtung Straße. Mhm. Jedes Mal ja. Da rein. Ich find's ganz komisch irgendwie. Ja. Aktuell 75%, ja, ich habe bisher alles richtig. Sven hat die Hälfte richtig, ja, hey. Okay. Oh. Oh! Keine geschenkten Fragen für Sven heute. Alter, jetzt muss ich hier meinen Grips anstrengen, oder was? Das ist, ey! What would you rather be? Oh, also. Du möchtest, also was du lieber sein möchtest. Ein Bulli ist doch hier ein Mobber, oder? Ja, also jemand, der mobbt, was glaubst du, bevorzuge ich? Mobber sein oder der Gemobbte sein? Bin ich lieber der Täter oder das Opfer sein? Und gleich kommt, ich freue mich schon, wenn ich gleich wieder eine schöne Gratis-Frage bekomme. Alter, das ist echt eine schwere Frage. Die kann man sich schwer denken, das stimmt. Man kann sich wirklich schwer denken. Also klar, keiner will gemobbt werden. Mhm. Wenn man jetzt allgemein denkt, dann würden wahrscheinlich viele sagen, man will lieber austeilen. Mhm. Wenn man unsere YouTube-Videos sehen würde, denkt man, ich bin der Mobber. Klar, denkt man auch, aber bei dir ist es halt so kein Mobben. Denkt man auch. Wow, danke. Ne, David. Also klar, also... Ja? Ein Pi sagt's mich schon, aber halt auch so eine liebenswertige Art halt, also einfach Spaß. Also ich weiß, dass es Spaß, du weißt, dass es Spaß, also alles cool. Okay, weiß ich. Was okay. Mich halt nicht eigentlich so, also du willst mich nicht richtig mobben quasi jetzt, so instant. Mhm. Also wenn ich jetzt deinen Charakter jetzt nehmen würde, würde ich sagen, tatsächlich, du würdest lieber der Gemobbte sein. Mhm. Weil du einfach zu ein netter, also du bist einfach ein zu netter Typ, um irgendwie jemanden zu piesacken, richtig. Mhm. Also wenn ich jetzt so nach deinem Charakter werden, wie ich dich kennengelernt habe, gehen würde, würdest du, glaube ich, den Gemobbten spielen. Okay. Kann auch sein, dass ich jetzt komplett reingiete und du sagst, ja komm, her damit, ich war alles fertig. Gib euer Pausenbrot oder irgendwie so. Was würdest du denn bei dir nehmen? Wüsstest du das, was du bei dir machen würdest? Also ist richtig? Hast du richtig entschieden? Ist schwierig. Also auf der einen Seite, ich wurde halt in der Schule auch früher gemobbt. Ja. Deswegen würde ich schon... Ja. Genau. Also würde ich eigentlich auch sagen, gemobbter bleiben, weil ich einfach es dumm finde, andere Menschen zu mobben oder zu piesacken. Also, ja, ich könnte das nicht. Ich weiß nicht, ich kann Leute schlagen. Ja, ich weiß nicht, also schlagen kann ich Leute schon, ich weiß ja, wie dumm einige sind. Also, schon mal jemanden draufgehauen habe ich schon mal, aber Gegenreaktion, nicht aus meiner eigenen Reaktion oder. Ja, so meine ich das, also. Aber ich kann, mir ist halt immer bewusst, das ist scheiße für eine Person gemobbt zu werden. Das kann ja mega krasse Nebenwirkungen haben. Oder Nebenwirkung, sondern so Folgen. Deswegen, Könnte ich ja gar nicht. Also, sagen wir, ich mag jemanden nicht. Warum soll ich den dann mobben? Dann gehe ich dem aus dem Weg, dann ist er halt nicht mehr bei mir. Dann gehe ich dem aus dem Weg.
Genau so sehe ich das auch, oder? Halt dieses grundlose draufschlagen. Einfach, den mag ich nicht, den verprügel ich jetzt. Das verstehe ich auch nicht. Also das könnte ich zum Beispiel auch nicht. Oder über jemanden hart ablästern oder, keine Ahnung, den irgendwie schlecht reden oder sonst irgendwas. Das ist... Also, ich finde aber krass, dass er 50-50 ist. Ist wirklich so. Was? Ja klar, man will nicht gemobbt werden, Wahrscheinlich haben die anderen nicht so weit gedacht. Kann es sein, dass die einfach allgemein gedacht haben. Irgendwie so first intent so. Aber könnte ich auch nicht. Also ich könnte das nicht. Ich könnte jemanden nicht so runtermachen, dass der so richtig so... Ich finde, da habe ich einen zu hohen IQ-Stand für. Also stelle ich halt so auch alle in meinem Umkreis ein, so, also die ich alle so wirklich noch in meinem Umkreis habe, oder sag ich jetzt Kollegen oder sonst irgendwas, oder Familie, Friendoms, was weiß ich. Also, kaum. Um jemanden zu mobben, also ein Mobber sein, dafür fehlt quasi die Empathie. Was natürlich vielen Menschen fehlt, sich jemanden in eine andere reinversetzen, überhaupt darüber nachzudenken, was das für Folgen haben könnte, dass das aus welchem Grund man das macht, weißt du? Ich finde, da fehlen ein paar Zellen im Kopf, damit man um in der Lage zu sein, das zu machen. Auf jeden Fall, und vor allem, wenn man auch so hört, aus welchen Gründen gemobbt wird, also da fehlt mir sämtlicher irgendwie, keine Ahnung. Einer rote Haare gehabt, dafür wurde gemobbt. Ja, da kein Schuh von Nike. Ja, du kennst halt dieses Rot, so Sommersprossen, rote Haare, bleicher, ja, Grund zum Mobben, weißt du, anderer Glaube, das ist ja sowieso, seitdem Menschen da sind. Anderer Glaube find ich nicht doof, ne? Ich meine, man kann jetzt natürlich über Rassismus und sowas sehen hier. Es gibt so viele Gründe, warum Leute dumm sind und sowas machen. Ja, aber wenn man das so heute anguckt, Leute werden gemobbt, weil sie keine Schuhe von Nike tragen oder von Adidas, weil sie ein anderes Handy haben. Ja, es hat keinen Wagen. So dumme Gründe. Ja, es hat kein 800€ iPhone, du Lutschein, weißt du? Ja, genau. Ja? Weißt du, was ich hatte als damals? Weißt du, was ich für ein Handy hatte? Ich hatte ein Klapp-Handy, ja? Da war Snake drauf. Hatte ich auch. Da war ich der Hit. Oh. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Also jetzt war es auch mit den Gratis-Fragen. Also die Sven jetzt bei mir hatte gerade. Jetzt war es das wieder. Jetzt hier. Jetzt muss ich einschätzen. Würde Sven seinen Erzfeind küssen für eine Minute? Und das für 5.000€. Also Sven muss eine Minute für Erzfeind küssen und kriegt dafür 5.000 Cash auf die Hand. Also das ist eine geschenkte Frage. Definitiv. Also ich habe meine Antwort. Ja gut, also ich gehe jetzt für das Intense, ich sag erstmal nein. Absolut korrekt. Okay. Ich war noch so überlegen, eine Minute ist auch nicht so lang. Ich habe mir das schon mal geredet. Ja. Also erstens würde ich sowas nicht für Geld machen. Ja, also mein Gedanke war... Eine Minute würde ich nicht durchhalten. Also mein Gedanke war jetzt so, dein Erzfeind ist bestimmt männlich. Ja. Für eine Minute dann so, weißt du... eine nicht sexuelle Präferenz küssen für eine Minute lang könnte ich selber nicht. Nee. Vor allem, wenn ich den nicht mag. Das geht nicht mal bei jemandem, wo ich sage, den kann ich nicht ab. Also bei mir ist das so, egal welches Geschlecht kann ich den nicht ab, küsse ich den nicht. Vor allem für 5.000 Piepen, das ist ja nix. 10? Also wenn, dann muss schon mindestens 10.000 drauf, ne? Na? Hier 50-50 schon. Wie viel Mehrheit bei Alter. Weißt du direkt so, okay, das ist mein schlimmster Erzfeind? Also hast du direkt jemanden im Kopf gehabt gerade? So eine Person? Ja. Okay. Ich könnte nicht sagen, wer mein schlimmster Erzfeind wäre. Ich könnte nicht sagen, wer mein schlimmster. Ich müsste darüber nachdenken, wer mein schlimmster Erzfeind wäre. Wer war bestimmt auch. Also mir ist direkt eine Person eingefallen. Okay. Könnte ich nicht drüber nachdenken. Ich glaube, du würdest auch drauf kommen, welche ich meine. Ah? Ich glaube, du könntest das raten, ja? Boah.
Mir fallen ein paar Personen ein, aber ja gut. Die vielleicht. Fallen dir ein? Was? Ein paar Personen fallen dir ein? Ein paar Personen würden mir einfallen, die es bei dir sein könnten. Bin ich gespannt. Ja, ich kann jetzt ja. ich habe so ein paar Namen sind gerade in meinem Kopf gerade. Also Namen, so Rolle in deinem Leben. Keine Ahnung. Aber, ja. Boah, bei mir ist es schwierig, keine Ahnung. Ich könnte jetzt nicht direkt sagen, der. Also bei mir wären es bestimmt noch so ein paar Personen, die, wo ich darüber so nachdenke, okay, wenn ich jetzt jemanden wählen müsste, irgendjemand will ich von denen nehmen. Ah, okay. Das ist, glaube ich, boah, schwierig. Ja. Aber ich glaube, bei mir wird es, glaube ich, entweder Schulzeit, so, wo davon jemand, so Schulzeit finde ich, ist einfach jemanden nicht zu mögen, als so danach. Also da fiel mir jetzt zum Beispiel so ein, zwei ein und sonst so, hatte ich dann, gab es noch so eine echte, so eine richtige alte Ziege, ey, weißt du, da hast du so gemerkt, ey, die hat lange nicht mehr gemacht. Der hat echt Spinnenweben zwischen die Beinen, ey. Also die war drauf. Ja, kenne ich zu gut. Da gab es zum Beispiel den Fall, weißt du, ich habe was nicht gemacht, direkt wurde ich angemeckert. Dann eine andere, also anderes Geschlecht, weiblich. Ja, passiert, ist okay. Nix. Also da habe ich gemerkt so. Nee, Schein, bist du nicht. Du, da hatte ich auch so viele Lehrerinnen, die so krass drauf waren. Ja, Lehrer war es nicht, aber dann später noch. Aber in der Schulzeit selber so kamen so ein paar Mitschüler oder so, also wo ich mir gedacht habe, ey, so dumm sind die. Die regen mich ab. Mhm. Ja, ja. Aber 83, wir steigen uns nach und nach, Sven. Ist besser geworden. Ich habe 5 von 5 geschafft, ja? Sven hat zwei Sachen nicht bewusst wieder. Ja. Im Menschen kennen bin ich halt besser, ne? Ich hätte gewusst, ob Sven eher so. Ich bessere Fragen. Ich hätte gewusst, ob Sven eher so ein Bibbermann ist oder eher so ein Jenga-Typ ist. Voll die fiese Fragen. Nee. Teilweise. Ich fand das gut. Ja, ja. So. Wie ist bei dir? Muss ich morgen wieder eher? Bei 10? Ja, morgen muss ich auch wieder eher. Nice, okay. Dann mache ich noch ein bisschen Überbrückung, mache ich noch ein anderes Spiel, also ein bisschen zu kurz, dann. Ne? Ja. Aber also ich fand ich das so ganz cool. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Nach technischen Problemen am Anfang, aber. Oh ja. Die waren wild heute. Aber ich fand war echt gut. Also von mir aus können wir das hier und da auch mal machen. Weil können wir gerne mal machen. Ne? Weil allein von der Diskussion her finde ich das ganz nice. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain.